Italiens Tor zur Welt hat 1992 besonderen Anlass zu Feierlichkeiten. War es doch der genuesische Seefahrer Christoph Kolumbus, der im Jahre 1492 Amerika entdeckt hat. Vor diesem historischen Hintergrund ist es selbstverständlich, dass der Würth Erfolgsclub 500 Jahre später im Kolumbusjahr 1992 von Genua aus an Bord der Costa Marina zur Kreuzfahrt ins westliche Mittelmeer startet. Die Genuesen bezeichnen ihre Stadt als La Superba, die Stolze. Bewundern sie eine Metropole voller Kontraste mit engen malerischen Gassen, herrschaftlichen Palazzi und großer historischer Tradition, das Zentrum der italienischen Riviera. Ciao!
Natürlich wieder Bus 1, wie immer. Jetzt geht's auf zur Stadtrundfahrt Barcelona. Aber wir haben noch andere zu bieten. Wie zum Beispiel den ersten Teil, wo wir rauffahren, eine sehr hübsche Stadt ist nicht sehr viel, es ist sehr klein. Ne? Aber.
gehört nicht, wird auch schöner zur Olympiade. Und mit Wasserspiele. Die Balkone, sehen die Masken aus. Ja. Dann Educate-Garage, ne? Das geplant war viel. Die Szene sind auch restauriert, ne, alles. Das ist in Barcelona die Kirche vom Architekt Gaudi, die jetzt im zweiten Abschnitt praktisch fertiggestellt wird. Heilige Sanctia von Katalonien. Unsere Kathedrale von Palma ist aus dem 13. Jahrhundert. Da Golla, sind Sie mit Zug gekommen? Ja. Seid ihr alle da? Ja. Habt ihr Geld auch? Nein. Also wir haben Zeit. Fast 11.000 Leute. Wir werden viermal im Jahr Stierkämpfe abgehalten. Weil wir für Stierkämpfe.
würde ich auch sagen. Dann verkaufe ich mir Hips und dann bleibe ich da. Aber wenn du da schaust, Edi, da unten sind ganz billige Villen noch. Da fehlt zwar ein bisschen die Rückwand, aber das kann man ja renovieren, ist ja nicht so schlimm, oder? Ja, super. Da wird das Wasser aufgefüllt für die Costa Marina. Thank you.